Ja, Zwischenwertung. Kommen wir zu Rubens Barrichello, jüngster Fahrer in der Formel 1 mit 21 Jahren. Seit 91 war er britischer Formel 3 Champion, 92 wurde er in der Formel 3 1000 Europameisterschaft. Nun der Einstieg für ihn beim Jordan Team. Für ihn natürlich Brasilien, das Heimrennen in Interlagos. Und hier sind wir bei ihm zu Hause. Auch da lebt natürlich alles, erinnert alles vom und an den Rennsport. Er würde zu gern in die Fußstapfen natürlich von Ayrton Senna treten und sagt, die Fans sind einfach ungeheuer begeisterungsfähig. Deswegen sind wir brasilianischen Fahrer so motiviert. Wir bekommen auch große Unterstützung von der Industrie. Der Rennsport ist extrem wichtig in Brasilien. Rubens, Barrichello, Christian Fittipaldi, Ayrton Senna. Damit haben wir schon drei Brasilianer im Starterfeld der 26 Autos. 1993. Ja, unser Ziel in diesem Jahr, laut Konstrukteur Gary Anderson im Jordan-Team, möglichst Rennen beenden. Und mit dieser Einstellung gehe ich nun auch bei meinem ersten halben Grand Prix an den Start. Wir wollen ankommen. Wir hoffen, dass wir dann ab Juli, ab der zweiten Saisonhälfte, vielleicht sogar in die Top 10 fahren können. Ich hoffe, dass wir das auch schaffen. Rubens vertraut da ganz offensichtlich den erfahrenen Leuten im Team von Eddie Jordan, das ja im dritten Jahr nun dabei ist, nach dem Sensationseinstieg 91 und dem Jahr 92, das für